Roma, Viktor und willkommen zu einem weiteren Teil Rom 2 Total War mit mir, dem Hobby und Gaius Octavius, der Emperor Edition, der in der letzten Runde Pergamon und Nicomedia, im letzten Teil haben wir Nicomedia und Pergamon eingenommen. Ganz genau, wir werden unseren Eroberungsfeldzug natürlich hier weiter starten. Wir sind dabei am Rätseln, warum wir so viel Kohle machen. Wir müssen jetzt um die 6600 ungefähr sowas haben, aber wir werden mehr wie 6600 haben. Warum, weiß ich auch nicht. Doch nicht, Glück gehabt. Genießt die Ruhe. Jetzt erklärt mir Darkin den Krieg. Ein Scheiße. Sturm braut sich zusammen. Ein Sturm aus Blut, der euch davonreißt. Okay. Jetzt haben wir... Ich will nicht sagen ein Problem, aber... Jetzt wird das nochmal richtig interessant. Ich war schon eigentlich dabei, das Let's Play aufzuhören. Aber jetzt wird das nochmal richtig interessant. Jetzt haben wir Krieg gegen den Rest der Welt. Wir haben unheimlich lange Grenzen. Hier oben, wie wir sehen, kommt der Ikener, startet sein D-Day. Wir sind dabei, wir haben unsere stärksten Legionen hier unten. Und wir... Oh yeah. Wittern sie vielleicht irgendwie eine Chance? Ich weiß es nicht. Aber jetzt wird es nochmal richtig interessant, sage ich ganz ehrlich. Oh. Er plündert worden. Warum müssen Flevum nicht ein, du Dödel? Agent behindert. Okay. Okay. Spionin ist Rang 10. Baubericht. Öffentliches Forum. Villa in Toletum. Kelheim haben wir. So, wir bauen hier eine Manipelkaserne und hier gehen wir auf Nahkampfabwehr. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt... An diesen Grenzen haben wir jetzt Krieg. Hier kommt der... Scheiße. Jetzt geht's los. Wir haben hier zwei Legionen. Die wir zum Norden sichern müssen. Wir haben den Varro, den werden wir wahrscheinlich nach Darkin mitziehen. Wir hätten hier das Noricum früher ausbauen müssen in Sachen Truppenrekrutierung. Wir haben Augustus hier. Das ist ja keine... Ich will nicht sagen, dass das keine Gefahr ist, aber... Hier unten kommt der Ägypter. Im Süden kommt der Ägypter, was die Garamanten und die Numidier wahrscheinlich nicht schaffen werden. Wie wir den Computer ja so kennen. Ne? Wir haben hier noch die Reste von Antonius Rom. Da wird sich Augustus mal drum kümmern. Und Varro ziehen wir... Wir haben hier ja Trajan und Augustus. Unsere zwei stärksten Legionen. Die Legionen bauen wir mal noch aus. Den Cursor. Den Varro werden wir wahrscheinlich mit hier hoch nach Darkien ziehen. Biscu, Petrodova, Pelendava. Darkien hat vier Regionen. Okay, was ist das hier? Die Buri. Dann haben wir Darkien noch, dann haben wir die Steppenhorde. Okay, weil sie die Steppenhorde hier besiegt haben. Deswegen, die brauchen einen neuen Kriegsgegner. Darkien hat hier oben alles erobert. So, die Gallier. Eieieiei. Okay. Machen wir es wie folgt. Deine einer, du gehst mir erstmal aus dem Gewaltmarsch raus. Wir werden... Jetzt haben wir 6.000. Wieso haben wir nur 6.000? Das ist ja doof. Du kommst mir... erstmal weiter Richtung Kelheim. In Bergium kannst du nichts ausbilden. Und du... kannst mir Vigiles ausbilden. Warte mal, vier Stück hast du, ne?
zwei Legionäre und nochmal zwei Vigiles. Und deine Einheit, du machst Militärausbildung. Dich. Er greift an. Bei dir müssen wir hoffen, dich ziehen wir nach Der wird bestimmt mit einer Legion Richtung Bavai gehen. Und hier wird er hier rum erobern wollen. Also ziehen wir dich erstmal nach Trevero rum. Dann haben wir unsere Darkische Legion. Mit der wir brauchen noch Legionäre, 600. Wir haben einmal Kavallerie, 500, 760. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Und zwei Legionäre, dann haben wir 18. Wo kommen die denn her, Alter? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, wir haben viermal Bogenschützen dabei, okay. Ist nicht so, ist eine Verteidigungslegion, ehrlich gesagt. So, du bist auf 14. Dich bauen wir zum Forum aus. Du holst mir mal noch Ephesos und du nimmst mir das mal ein. Unser Octavian. Ganz genau, brauchen wir nämlich auch nicht irgendwie umbauen, das ist schon mal schön. Und in Ephesus haben wir auch ein Wunder, ne? Oh, 10 Steuersatz. Das ist ja geil. Minus 10 Baukosten, minus 10% fraktionsweit und 10% Steuersatz fraktionsweit. Das ist der Hammer. Deine Du schipperst mir mal mit hier hin. Dann hast du nämlich nur noch minus 2. Orders. Das ist ja nur eine Runde, ne? 19. Gebäude der Verarmung 10, Militär 20, Instabilität. Also wir kriegen nochmal 25 dazu. Du fährst mir mal hier hin. Du kommst mir mal mit an Land. Da hast du 2 minus 11, ist mir aber egal. Und du... Mit ihnen werden wir dann weiterziehen Richtung Pessinus mit Augustus. Und du kommst mir hier rein und deiner einer. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir haben hier. Ach, sie ist verwundet worden, ne? Du kannst mir dienlich sein, indem du mal hier runterkommst und ein bisschen rumspielunkelst, ob hier irgendwie was steht. Nee, tut es nicht. Sieh dir, hier sind die Galater. Hier ist ein Admiral. Hier ist ein Admiral. Hier ist ein Admiral. Okay. Und dann werden wir den Varro... Den Varro werden wir... Kommt man hier rum? Nee, ne? Den Varro werden wir mit nach oben ziehen. Da haben wir hier zwar minus 10, aber das ist Latte. So. Diese Legion, die bildet ja noch weiter aus, ganz genau. Da werden wir dann nochmal 2 Legionäre. Dann haben wir 6 Legionäre, doch das ist eigentlich nicht schlecht. So, Koria... Du bist hier ganz okay. Du erwartest meine Befehle. Du bist eigentlich recht starke Legion. Okay. Zack. So, die Legion ziehen wir dorthin. Tingis 15. Nachher fallen mir dann noch die Getuler in den Nacken. Könnte ich wetten, minus 29. Gallien hat neutral 5.
ist auch im Krieg mit den Ikenern. Dann haben wir hier die Germanische Konföderation. Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Das ist natürlich nicht recht offen und ich. Handelsabkommen wollt ihr auch nicht. Frieden schließen können wir, glaube ich, nicht. Ne? Mit Dakien haben wir 226. Seid ihr mutig oder töricht? Das ist nicht so gut. Steppenhorde, das ist hier, okay. Roxolan, okay. Gegen die Pontier, okay. Die Pontier führen Krieg gegen das ganze östliche Volk. Die sollen sich mal weiter darum kümmern. Die Galatier auch. Es bringt mir nichts, den Tag. Weil ich nicht vertrauenswürdig bin, das ist scheiße. Das ist scheiße. Bereit zum Kampf. Wir werden mit dir. Wir werden mit dir denn mal noch ein paar Legionäre ausbasteln. In den nächsten Runden. Kriegshunde und Auxiliarinfanterie. Numidische Kavallerie, numidische Auxiliarkavallerie. Okay, das dauert dann nochmal 5 Runden. Was nicht so gut ist. So. Gucken wir mal hier. Haben wir irgendwo. Müssen wir noch irgendwo. Ja, hier müssen wir noch was bauen. Das ist nicht so gut. Wo können wir den Bau, wo können wir vom Bau her etwas abbrechen? Hier. Hier müssen wir bauen. Hier müssen wir auch bauen. Den müssen wir auch bauen. Den müssen wir auch bauen. Dich können wir abbrechen. Du brauchst noch 2 Runden, haben wir 3000. Und wir werden hier öffentliche Ordnung und Nahrung wollten wir machen. Ne? Makedonien 1000 noch was. Öffentliche Ordnung und okay, wir haben hier Wohlstand aus allem Handel. Wir können das dann später vielleicht noch. Wir haben mittlerweile 97 Nahrung. Dann machst du mir hier eine Handelssiedlung draus. So. Und dann, wo habe ich jetzt was abgebrochen? Hier. Und dann können wir das nämlich weitermachen. So. Und dann können wir hier die Legion noch. Die nicht. Die Legion noch einmal verbessern. Bessere Nahkampfabwehr. Du bildest mir aus, ganz genau. Truppen sind jetzt sehr wichtig für mich. Ah, 10% Gefechtsgeschwindigkeit, das ist gut. Und dann müssen wir gucken, was wir als nächstes machen. So, Erlass erteilt. In Thrakien. Eigenschaft erhalten. Unterhalt, okay. Ermutigt die Bevölkerung. Welt der Wundersiedlung erobert. Ja, gut. Also mit den 2 Legionen geht es hier weiter Richtung Antonius. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, mal unseren Status wieder vertrauenswürdig zu bekommen. Dann haben wir hier 2 Legionen für Dakien. Dann haben wir hier eine Legion, in der wir uns verteidigen können, beziehungsweise die müssen wir nach oben ziehen. Wir müssen hier noch eine Legion ausheben, irgendwie. Runde beenden. Wirklich folgendes noch nicht. Hier. Trudel. Kann ich euch dienen? Was bist du denn? Ausführungskosten aller Aktionen, Hingabe, Brandstiftung. Naja, du bist 39 und schon Level 10. Machen wir mal Ausführung aller Aktionen. So. Runde beenden. Dann werden wir mal gucken. Haben wir den Würdenträger vergessen. Na toll. Dann müssen wir erstmal die Invasion von den Briten stoppen. Da wird das also doch nochmal richtig interessant. Das hätte ich ja nicht gedacht.
Oh. Shit. Oh, hier unten kommt der Ägypter. Okay. Okay. Das freut mich irgendwo, weil ich ja einerseits das Let's Play ja schon abbrechen wollte, weil Runde 60, du hattest halt nie irgendwie das Gefühl, richtig in Gefahr zu sein. Strategisches Manöver haben wir, sehr schön. Jetzt willst du mir auch noch die ganze Kohle wegnehmen. Ich werde die Adoption mal zulassen, weil wir den ja vor ein paar Runden adoptiert hatten. Bist du nicht einer von mir? Ach, du bist Antonius, okay. Weil sonst haben wir nämlich... Wieso haben wir jetzt bloß wieder... Ach, weil wir Winter haben, okay. Wir haben Winter. Gut, haben wir irgendwo, wo ist unser Baubericht? Hier. Cordoba. Können wir so lassen? Müssen wir erstmal so lassen. Wir werden erstmal was erforschen und zwar... Und zwar werden wir Angriffsbonus für alle Landeinheiten, das sind 11 Runden. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte, was ist das? Verstärkungsrate aller Armeen. Hier haben wir die Kohortenkaserne, minus 4% Unterhaltskosten, das ist auch nicht schlecht. Weil wir momentan wirklich sehr, sehr viel Belagerungszeit, Verlust vom Verschleiß beim Belagern. Okay. Fünf Prozent Verstärkungsrate, das sind 5 Runden. Wir werden uns auf den hier. Somit haben wir Kosten für Belagerungseinheiten. Nee, ist eigentlich Quatsch. Wir werden uns erstmal Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Bewässerungsgraben. Wohlstand. 9 Runden. Industrie. 4% Wohlstand durch Landwirtschaft. Jetzt müsste man wissen, wie viel man insgesamt Landwirtschaft hat. Das ist wieder so ein Teil, wo ich mich nicht entscheiden kann. Das ist doch zum Kotzen. Wir nehmen dies hier. Da haben wir nämlich von 3 haben wir nochmal 2% Verstärkungsrate. Provinz umstritten. Namnetakum, okay. Das heißt, wir haben... wir haben noch... Okay. So, du... Kommst mir erstmal dahin. Deine eine. Werden wir erstmal abben, auch wenn es Kohle kostet. Deine eine kommt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir haben. Hier 3 Legionen. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er macht. Ich kann ihn ja nicht angreifen. Aber wir können... Du hast 10 Hingabe, ne? 6 Autorität. Ja. Militärumsturz. Machtdemonstration. Wir werden das mal versuchen. Erfolgreich. Ich bin der beflügelte Sieg. Somit kann er sich kaum bewegen nächste Runde.
kann aber angreifen. Und wir werden dir mal den Weg abschneiden. Oh! Nicht schlecht. Ich erwarte eure Befehle. Ich meine, unsere Einheiten sind immer noch irgendwie besser, ne? Aber da wir ja nun auf sehr schwer spielen, alter Schwede, viele, viele Steinschleuder und Geschosseinheiten. Aber da wir ja nun auf sehr schwer spielen, ist das natürlich auch wieder was anderes. Wo ist Kelheim? Hier. Nein, nicht plündern. Du gehst mir... Der wird mit der Legion wahrscheinlich weiter oder mit der Armee Richtung Barwei gehen. Aber hier zieht er sich zurück. Der soll sich mal nach Barwei zurückziehen. Weil dann kann ich mit der Legion... Wir gehen mit dir hier oben rein. Zack, hast du zwei Truppen verloren, ich weiß, aber nächste Runde bist du wieder voll. So, okay. Wie kann ich euch dienlich sein? Du kannst mir dienlich sein, indem du... Wir brauchen hier oben Spione, definitiv. 3 von 4. Wenn wir da jetzt einen ausbilden, bringt mir das auch nicht gerade viel, aber... Besser als nichts. Chancenmanipulation, Attentat. Attentat, Verräteranwärter, Manipulation, Verlocken, eine öffentliche Ordnung. Infiltration, Manipulation, Hingabe, Hingabe, Manipulation, Attentat, Rekrutieren. Du kannst mir dienlich sein, indem du nochmal das. Hier unten werden wir das mal alles so lassen. Du kommst mir mit nach oben. Du willst dich eine Weile ausruhen. Dann mach das mal. Wie kann ich euch dienlich sein? Mein Weg ist versperrt. Attentat. Manipulation. Ich versuch's mal mit dem Attentat. Fein verwundet. Sehr schön. Geht er mir hier nicht mehr auf den Sack. Wir brauchen öffentliche Ordnung und... Ja, das werden wir erstmal da lassen. Du gehst mir weiter Richtung... Ihr Hunger nach einer Schlacht. Es wird marschiert, bis euch die Füße... Du kommst mir da lang. Zu euren Diensten. Du kommst mir... Das ist ein General, ne? Wir könnten versuchen, ihn anzugreifen, ein paar Schiffe platt zu machen. Aber wir werden das mal lassen. Wir werden das mal so lassen. Was macht Octavius? Dann hätte ich ihn hier reinziehen können. Octavius, du wirst mir... du wirst mir... Ich frage mich, wann wir mal wieder vertrauenswürdig. Mittlerweile sind wir vertrauenswürdig. Die Germanische Konföderation. Willkommen! Sprech! Mach schon! Ihr wollt alle nicht, ne? Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über den Hof hinausgehen wollt. Ach, wir haben schon nicht Angriffspakt, okay. Okay, okay. Wie sieht's aus mit Ägypten? Können wir mit denen irgendwie... Ihr habt meinen Gruß und meine Aufmerksamkeit. Frieden?
Ich würde eher mit dem Inhalt aus einem fauligen Nachttopf eines persischen Bauernfrieden schließen. Okay. Ein ertrinkender Klammert. Was heißt ertrinkender? Ich versuche nur erstmal jetzt hier. Wie sieht's mit denen aus? Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Okay, Kappadokien. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen, dass ich ein Ja. Pontos. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf. Okay, ihr wollt auch nicht. Das heißt, wir müssen die beiden Legionen hier. Wir müssen die beiden Legionen hier belassen. Wir müssen diese beiden Legionen hier belassen und ja. Denn Bevölkerungsüberschuss in Afrika. Oh, 137 Nahrung. What the fuck? Du gehst mir hier. Nee. Wir werden hier eine Auxiliarkaserne bauen. Und uns hier noch eine Legion aufstellen. Hingabe öffentliche Ordnung. Minus 2 auf Baukosten, örtliche Provinz. Minus 10 für Baukosten für Militärgebäude. Ja, das sagst du mir jetzt, du Dödel. So, wer ist denn alles? Varro. Flavinius Varro. 300 Gravitas. Oh. Ach, das ist der Varro. Okay. 3 Jahren in Ephesus. Scaevola. Barba. Dann werden wir den Varro nehmen, nicht, dass der mir zu sehr minus 8. Ja, genau. Flavinius Varro. Armee aufstellen. Bereit zum Kampf. Gehst mir erstmal hier rein und rekrutierst mir Legionäre. 4 Stück. Dann haben wir hier 3 Legionen. Die Legion muss irgendwie. Das macht mir Sorgen hier. Der Ägypter macht mir hier Sorgen. Was soll denn das? Warte mal. Wir werden mal das Kriegsziel aufheben. Und. Ach, das sind Numidier. Ja. Und werden ein neues Kriegsziel setzen. Seid willkommen. Ja, Antonius lebt ja immer noch. Wieso lebt denn der immer noch? Sollte doch wohl nicht das Problem sein, oder? So, gehen wir nochmal durch hier. Okay, du bleibst da. Du bleibst auch da drinnen. Wie kann ich Rom dienen? Indem du da stehen bleibst, du auch. Wie kann ich Rom dienen? Indem du. Der wird sicherlich versuchen, hier Militär-Dingsterbumster zu machen. Du kommst mir mal zurück. Gehst mir hier rauf. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich Rom dienen? Ganz genau. Die Flotte bleibt da. Canus bleibt auch da. Augusta, die haben wir dorthin gezogen. Pera Germania wird sich Passinus holen. Du hast den Weg abgeschnitten. Da wird es bestimmt in zur nächsten Schlacht kommen. Und du hast. Nee, hier können wir nichts mehr ausbilden. Das ist ganz okay. Deiner einer. Wenn wir Sigidumnum einnehmen, haben wir
hier hin? Habt ihr noch weitere Befehle? Hier ist eigentlich ziemlich gesichert. Ja, ich möchte bloß mal... Männer. Sehr schön. Sehr schön. Können wir uns die Gedumnum holen? In der nächsten Runde. Wir haben auch Belagerungswerkzeug dabei. Das ist gut. Ja, mit dir müssen wir gucken, was wir machen. Und mit dir, dich bilden wir neu aus. Das ist schön. Also haben wir momentan richtiges... Ich will nicht sagen Dilemma, aber weil wir uns so viel wahrscheinlich in Krieg verstritten haben und hier oben die Sache außer Acht gelassen haben, kommen jetzt die Ikener und haben ihre Invasion von unserem Festland von Gallien angefangen. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir haben momentan eine riesige Grenzlinie zu verteidigen, weil die Dakier haben sich unser einer auch den Krieg erklärt. Und Dakien ist ja nun ein Riesenkönigreich geworden, muss ich sagen. Welches hier in der Region, also heutiges Bulgarien und Rumänien, ist. Ja, jetzt heißt es irgendwie, wir wissen aber, dass sie hier so gut wie keinerlei irgendwie jetzt Truppen haben. Die haben hier oben Truppen, die haben hier Truppen, Ach, das sind die Rugier, ne? Okay, das sind Rugier. Das sind auch Rugier, aber das sind doch Dakier. Ach nee, das sind die Rugier. Sind die auch braun? Ja. So, wir haben hier eine Legion, in der wir hier die Grenzen sichern müssen. Wenn wir jetzt mit der, dann haben wir Sigidumnum. Und dann können wir uns anfangen, hier ran zu machen. Mit Augustus und Trajan werden wir hier die letzte Siedlung von Antonius einnehmen. Und jetzt schickt er, jetzt geht's los und er schickt... seine Agentin. Hier unten ist Pontus. Ja, hier unten kommt von Süden von Afrika kommt der Ägypter. Ich hoffe nur, dass Numidien und die Garamanten, dass die das schaffen, gegen Ägypten anzustinken, weil Ägypten hat auch nicht so die Einheiten. Und dass die hier unten wenigstens die Grenzsicherung machen, nicht, dass der Feind dann noch von hier kommt. Deswegen hatte ich die zwei als Klientel, nämlich, was ja dementsprechend auch für mich positiv sich ausgewirkt hat. So, hier oben haben die Gallier natürlich über das ganze Zeitalter sehr, sehr gut gekämpft. Mittlerweile ist das Reich echt gesplittet durch die Ikener. Und dem müssen wir jetzt Einheit gebieten. Wir haben hier jetzt einen kleinen Krisenherd, wo es wahrscheinlich zur nächsten Schlacht kommen wird. Und hier haben wir eine Legion, hier eben die nächste Legion aus. Hier haben wir Spion. Wir ziehen einen Spion mit nach oben und hier halten wir die Stellung. Hier werden wir erstmal nicht weiter expandieren. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Norden und gucken, was der Süden macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage Roma Victor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Rom 2 Total War Emperor Edition mit mir, dem Hobby und Gaius Octavius.